in der angenehmen, vielleicht nicht so angenehmen Lage, Ihnen sagen zu müssen, dass ich mit all, mit fast allen Dingen, die unser Wolf hier angesprochen hat, eigentlich übereinstimme. Und wenn ich dann zu meinen Schlussfolgerungen komme, dann gibt es vielleicht Nuancen, wo wir uns unterscheiden, aber im Großen und Ganzen. Habe ich gehofft, dass wir ein bisschen mehr Streit hier haben werden, aber das vielleicht in der Analyse. Ich will drei Dinge diskutieren und in der Kürze der Zeit ist das eine ziemliche Aufgabe. Ein paar Worte zu Freihandelsabkommen und ich will vorausschicken, das ist ein Thema, das kann man jetzt in Marathonvorlesungen nicht abhandeln, so komplex ist das, so viele Themen und gesellschaftliche Bereiche involviert das mittlerweile. Und sehen Sie mir das also nach, wenn ich das sehr ökonomisch mit sehr engstirnigen Analysen mal angucken werde, das ist vielleicht auch meine Aufgabe hier. Und das zweite dann Handelsschutzinstrumente und das dritte Thema dann Investment Screening. Ein bisschen was davon haben wir schon gehört in den Vorträgen davor. Zunächst einmal die Freihandelsabkommen. Wenn wir uns fragen, wie wichtig sind denn eigentlich die Freihandelsabkommen, die wir heute schon haben für die Bundesrepublik Deutschland, dann kann man fragen, was ist der Anteil der globalen Nachfrage, ausgedrückt durch das globale Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt der Welt, das schon durch Freihandelsabkommen reguliert ist. Da ist zunächst einmal ganz wichtig für uns in Deutschland die EU, die ein knappes Viertel der Weltnachfrage abdeckt und unseren Unternehmen, unseren Dienstleistungserbringern, auch den Arbeitnehmern sozusagen einen Rechtsrahmen schafft, um wirtschaftlich tätig zu werden. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen, die in der Geschichte der Europäischen Union, die ja schon seit ihren Anfängen eigentlich eine Zollunion ist, also eine gemeinsame Außenhandelspolitik hat, abgeschlossen wurden. Hinter diesen 8,3% verbirgt sich ein ganzes Sammelsurium an Handelsabkommen unterschiedlicher Ausprägung. Da gibt es ganz moderne und tiefe, wie das Kanada-Abkommen oder wie das Abkommen mit Korea, das vielleicht das bisher modernste ist, das tatsächlich auch in den Daten untersucht werden kann. Und dann ältere Abkommen wie jene mit den Mittelmeeranrainerstaaten oder die Zollunion mit der Türkei und viele andere mehr. Insgesamt sind da 8,3% der Weltnachfrage abgedeckt. In Summe deswegen, wenn Sie das zusammenzählen, sind das 30,5% der Weltnachfrage, wo europäische Wirtschaft sagen kann, da habe ich einen Rechtsrahmen, der sozusagen über das hinausgeht, über die Sicherheiten hinausgeht, die die Welthandelsorganisation bietet. Aber wir sind ambitionierter und die Europäische Union hat eine ganze Reihe von Vorhaben angeschoben und TTIP wurde schon erwähnt, die vier Buchstaben. TTIP ist zwar im Tiefkühler, in den Freezer, wie Frau Wallström sagt, und wird dort wohl auch mindestens die nächsten 3 Jahre bleiben, wahrscheinlich länger, aber ich finde das schade, ehrlich gesagt. Und warum finde ich das schade? Weil doch der Anteil der Weltnachfrage, der sich in den USA findet, den wir mit unseren Waren und Dienstleistungen heute schon bedienen, als relativ wichtig darstellt. Ein Viertel der Weltnachfrage ist in den USA zu Hause. Jetzt kann man sagen, gut, wir haben da schon hohe Handelsvolumen, in Deutschland exportiert knapp 10% seiner Güter in die USA, aber das ist ziemlich Konsens, glaube ich, in der Handelsforschung. Da gibt es doch noch einigen Spielraum nach oben, insbesondere weil wir da teilweise doch noch wichtige Zölle haben, im Automobilbereich 10% zum Beispiel, aber auch eine besondere Bedeutung hier von nicht tarifären Barrieren vorliegt. Aber es ist jedenfalls ein ganz wichtiger Markt. Mit Japan ist man so weit, dass man eine politische Übereinkunft hat. Wie lange das noch dauert, bis man einen wirklich ausformulierten Vertrag vorliegen hat, den man auch lesen kann und nachlesen kann, was da vorgeschlagen wird, das weiß ich nicht. Aber auch da ist ein relativ wichtiger Markt und wir haben ja schon ein bisschen was gehört von dem europäischen Pivot to Asia, das war ja Barack Obamas Programm. Trump zieht es anscheinend vor, sich um die eigene Achse zu drehen. Nicht? Der Pivot to Asia, der amerikanische, ist abgesagt, aber währenddem der stattgefunden hat, also auch unter der Zeit von Barack Obama, gab es auch einen europäischen Pivot to Asia, der sich eben manifestiert in der Tatsache, dass wir Handelsabkommen mit asiatischen Ländern verhandeln. Zum Beispiel mit Japan, eben, aber auch mit einer ganzen Reihe von Asienstaaten. Asienstaaten, das sind 10 an der Zahl und ich glaube mit 6 sind Freihandelsabkommen in Verhandlung. Das Singapur-Abkommen, ASEAN beinhaltet auch Singapur, das wurde schon erwähnt, das ist im Prinzip fertig ausverhandelt. Das ist auch die Frage, wie man mit dem Investitionsschutz da umgehen soll. Aber es ist auch Indonesien dabei, Philippinen, Malaysia, Thailand, Vietnam. Und dann Mercosur, auch das wurde schon genannt.
Argentinien, Brasilien, Uruguay, Paraguay, 3,3% ungefähr der Weltnachfrage, Indien 3,1, Australien, Neuseeland, das auch als am Horizont erscheint und nach dem Ende von TPP ist ein Abkommen der Europäer mit Australien, Neuseeland auch wahrscheinlich geworden. Was Sie hier sehen, ist interessant, 1,9% entfällt auf diese beiden Länder, die eigentlich klein sind und weit weg sind. Das vergleichen mit dem 1,2 Milliarden Menschen schweren Indien, da sehen wir, was es da für Unterschiede noch in den Pro-Kopf-Einkommen gibt. Und dass selbst kleine Länder hier am Ende der Welt, wenn sie reich sind, wohl Pro-Kopf-Einkommen haben, viel Weltnachfrage auf sich vereinigen können. Das ist mehr als die Hälfte des Volumens, das wir in Indien haben. Und dann die westafrikanischen Staaten, da gibt es eine Wirtschaftspartnerschafts- Wirtschaftspartnerschaftsabkommen in Ostafrika, die aber vom Volumen her zum Status quo nicht groß eine Rolle spielen. In Summe also 30,6%, die jetzt abgedeckt sind, aber die 44,4, die quasi in Verhandlung stehen, das ist eigentlich der Löwenanteil. Und was Sie hier auch sehen, ist, wir können über Amerika sagen, was wir wollen. Die relative Bedeutung Amerikas im Status quo ist immer noch sehr groß. Jetzt kann man sagen, das ist ein statisches Bild, einverstanden. Die Zukunft sieht anders aus. Jetzt kann man das vorwärts rechnen. Das könnte ich Ihnen jetzt auch zeigen. In 20 Jahren verschieben sich diese Anteile natürlich. Aber auch nicht so, dass man sagen könnte, wenn die USA nicht mehr mitspielen, ist uns das egal. Das hat zu tun mit der Größe der USA, aber auch mit den hohen Pro-Kopf-Einkommen dort, dass das eben nicht in der Markt ist. Welche Einkommensgewinne, Ralf Rosser hat das schon thematisiert, ich mache das jetzt auch mit dem IMO-Modell, das sind ganz ähnliche Ansätze wie die, die Ralf Rosser auch verwendet. Und ich habe hier mit dem Benny Jung, der hier ist, für den Sachverständigenrat ein bisschen mitgeholfen im letzten Gutachten. Wir wurden gefragt, was sind denn die Wohlfahrtseffekte durch Handelsintegration in Deutschland? Und da machen wir genau dasselbe Gedankenexperiment, wie das auch Ralf Rosser gemacht hat. Wir fragen, in welchem Ausmaß ist das Realeinkommen in Deutschland höher im Status quo im Vergleich zu einer hypothetischen Situation der Autarkie? Und das tun wir für 25 Jahre. Wir beginnen im Jahr 1990 und ziehen das durch bis ins Jahr 2014. Fragen also diese Frage im Jahr 1990. Um wie viel Prozent war das Einkommen höher bis zum Jahr 2014? Was wir sehen, dass wir hier eine Zunahme hatten. Das ist vielleicht das, was man am stärksten belasten kann, mehr als die Niveaus, dass es eben eine Zunahme dieser Einkommensgewinne über die Zeit gegeben hat. Und wenn wir jetzt hier unterschiedliche Modelle angucken, das ist jetzt einmal das simpelste Modell, das man sich vorstellen kann, dann ein bisschen ein realistischeres, das Marktmacht von Unternehmen zulässt und dann das Modell, das vielleicht unser Lieblingsmodell ist in den letzten Jahren, mit dem viele arbeiten, Wedels Modell, das ein bisschen realistischere Marktstrukturen modelliert und Eintritts- und Austrittsentscheidungen von Unternehmen zulässt, sogenannte extensive Ränder, das also Firmen plötzlich beginnen zu handeln, die vorher nicht gehandelt haben. All das ist ganz wichtig empirisch und das würde ich dann sagen, ist auch die beste Messlatte für uns. Und da haben wir hier oben am rechten Eck ungefähr 22% der heutigen Wirtschaftsleistung, die durch die Integration, durch das Integriertsein in die Weltwirtschaft erklärt werden können. Immer durch die Linse des Modells, immer mit den sozusagen Caveats, die auch Ralf Rosser schon genannt hat. In Summe werden das für Deutschland 7.000 Euro pro Kopf. Das ist keine Bagatelle. Nicht? Das ist, wie gesagt, ein Viertel in etwa des deutschen Pro-Kopf-Einkommens. Wenn man jetzt aber fragt, nicht nach dem Einkommen, sondern nach dem realen Konsum, dann sieht die Situation in Deutschland anders aus. Das finde ich interessant. Darüber spricht kaum jemand. Das ist deswegen interessant, oder sieht es deswegen so aus, wie es aussieht, weil wir 8% unserer Einkommen eben nicht in Deutschland verkonsumieren, sondern im Ausland anlegen. Das ist der Leistungsbilanzüberschuss, der sich dann eben nicht in der deutschen Absorption, da ist der Konsum, die Investition dabei, widerspiegelt. Und wenn man das anguckt, dann haben wir hier einen deutlich geringeren Zuwachs sozusagen im Pro-Kopf-Konsum über die letzten 25 Jahre gehabt durch den Handel. Der nächste Punkt, den wir uns dann gefragt haben, auch wieder in dieser Expertise für den Sachverständigenrat, ist, was haben denn konkrete handelspolitische Maßnahmen in den letzten Jahren beigetragen zu diesem Aufwachsen von 22% des realen Pro-Kopf-Einkommens. Und da gab es ein paar wichtige handelspolitische Innovationen oder Events, die passiert sind. Der Beitritt Chinas in die WTO im Jahr 2001
eine Reihe von EU-Beitritten, die 10 mittleren osteuropäischen Länder 2004, dann Bulgarien, Rumänien 2007, Kroatien 2011 oder 12, das bisher vielleicht modernste oder Flagship-Abkommen der Europäischen Union, jenes mit Korea, das am 1. Juli 2011 in Kraft gesetzt wurde, der Beitritt der Russen in die Welthandelsorganisation 2011, die Euro-Einführung physisch im Jahr 2001. Also wir haben die Daten für Güter und Dienstleistungen und viele Sektoren, mit denen wir messen können, in welchem Ausmaß diese Veränderungen in der Handelspolitik auch zur Handelsschaffung geführt haben. Und was wir wir behaupten, dass wir diese Dinge hier kausal messen können. Also das sind nicht nur reine Korrelationen, sondern wir hoffen kausale Effekte. Das wird man jetzt in Fachkreisen immer wieder sozusagen überschreiten können, aber wir sind guter Dinge, dass das kausale Effekte sind. Und da sehen Sie, dass wir für China zum Beispiel sehr hohe Handelszuwächse sind, im Durchschnitt des Import und Export hier, aber ich kann dir das für die Import und Export getrennt zeigen, das sieht ähnlich aus, auf das Abkommen oder auf den Beitritt Chinas in die WTO zurückführen können, mehr bei Waren als bei Dienstleistungen. Ähnlich starke Handelsschaffungseffekte bei den EU-Beiträgen, auch relativ starke Handelsschaffungseffekte in dem Handelsabkommen mit Korea. Das wir uns jetzt gerade sehr genau anschauen für die Europäische Kommission. Das sind hier keine vertiefte Studie, die wir für EU-Korea gemacht haben. Da kommen noch genauere Zahlen aus dem IFO-Institut. Enttäuschung, was den Beitritt Russlands angeht. Das werden alle Praktiker unterschreiben. Ja, und die Euro-Einführung mit kleinen positiven Effekten, nicht aus der Geldpolitik heraus, sondern aus der Abschaffung von Transaktionen. Wenn wir also diese Handelsschaffungseffekte sehen, dann können wir auch wieder durch die Linse unseres IFO-Handelsmodells schätzen, was diese Zugewinne an Reduktion von Handelsbarrieren bedeutet haben müssen, damit sie so geschätzt werden können. Da wieder kann man diskutieren, wie man das macht. Machen wir und füttern dann diese Handelskostenersparnisse, die hier sich offenbar darstellen in dieser Analyse, in das Modell ein, mit dem ich Ihnen vorher schon die Wohlfahrtseffekte ausgerechnet habe. Warum tun wir das? Eben um quantitativ festzustellen, welchen Anteil diese politischen Maßnahmen seit dem Jahr 2000 hatten für die Zunahme der realen Einkommen, die wir auf die Handelsintegration zurückführen können. Und was wir da sehen, ist, dass wiederum, das sind hier unterschiedliche Modelle wieder, hier unterschiedliche Länder, einfach nur mehr eine Selektion dieser Länder. Wir haben das für 40 Länder gemacht, glaube ich, und die sind ein paar abgetragen, Deutschland eingerahmt. Und über diese Modelle hinweg haben wir hier so zwischen 3,6 und 5% des Status Quo-Einkommens, das wir nicht hätten, wenn diese Abkommen nicht geschlossen worden wären. Gedankenexperiment ist hier, wir halten die Welt von 2014 ansonsten konstant und führen nur diese handelspolitischen Maßnahmen rückwirkend ab. Ja, auch wieder diskutiert, ob das sinnvoll ist, weil wir vor allem die technologischen Bedingungen konstant halten im Jahr 2014. Ja. Aber die Größenordnungen sind diese, das heißt die Integrationsschritte, die seit 2000 erfolgt sind, für Deutschland erklären ungefähr 3,5 bis 5% des Zuwachses im realen Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland. Das sind 60 bis 80% der insgesamt angefallenen Gewinne durch zunehmende Handelsintegration, die sich ja nicht nur durch Politik erklären, sondern auch durch Veränderungen in Technologien, zum Beispiel durch die Verbesserung der Telekommunikation. Die erleichtert ja auch, schafft auch Handelsbarrieren ab und die erklärt eben den Rest. Also es ist so, wenn Sie so mögen, hier der Nachweis, dass die Handelspolitik der Europäischen Union effektiv war. Erstens, sie hat einen Anteil an der Schaffung von realem Wohlstand, ja, von Kaufkraft in Deutschland. Und zweitens, dieser Anteil ist nicht trivial. Was wäre denn mit den, das sind die Abkommen hier sozusagen, die seit 2000 passiert sind, was wäre denn mit den Abkommen der Zukunft? Und hier wieder bleibt mir nichts anderes übrig, als zu bedauern, dass wir mit TTIP nicht weiter gekommen sind. Denn das hätte hohe Pro-Kopf-Einkommenseffekte gebracht. Ja? Jetzt werden Sie sagen, was sind das für Zahlen? Hat das IFO nicht auch schon andere Zahlen produziert? Ja, das stimmt. Ich habe hier mal sozusagen eine Modellvariante genommen, die ist für alle diese Abkommen konsistent kalibriert. Ja? Damit man vergleichen könnte. Deswegen bitte verkämpfen Sie sich nicht in den Größenordnungen, die Sie hier sehen. Ja, aber was klar ist, aufgrund der Größe der USA sind dort auch die höchsten Gewinne zu erwarten, wenn wir dort ein Handelsabkommen bekommen, das so wirkt wie das Handelsabkommen, das die EU mit Korea geschlossen hat. Da können wir messen in Korea, was passiert ist, übertragen das auf die USA, hoffen, dass da Ähnliches möglich sein sollte.
und dann hätten wir hier ungefähr 220 oder so Euro pro Kopf Einkommensgewinn durch dieses Abkommen in der langen Frist. Das ist ein bisschen mehr als die Prognosen der Europäischen Kommission waren. Das ist aber jetzt auch deutlich weniger, als wir mit anderen Modellen ausrechnen können. Auch hier wieder interessant, dass über diese anderen Abkommen, die ebenfalls in Verhandlung sind, ASEAN, Indien, Mercosur, Japan, Australien, Neuseeland, dass die Vorteile hier aus dem Abkommen mit den USA bei weitem größer sind. Also wenn man etwas tun will für Wachstum und Beschäftigung über die Handelspolitik, dann führt der Weg an den USA eigentlich nicht vorbei und auch das große Indien hier spielt eine sehr viel kleinere Rolle. Das hat damit zu tun, dass das Handelsvolumen, das wir schon haben mit den USA, groß ist und wir das von Handelsbarrieren befreien, sind große Einsparungen möglich. Das sind hier Schätzungen aus Studien, die wir veröffentlicht haben und andere Dinge, die ich jetzt in der Ivo Schneller Schätzung mit dem Modell einfach mal gemacht habe. Da gibt es keine Studie dahinter, deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Aber insgesamt wäre die Summe aus diesen Vorteilen 54 Milliarden Euro für die Bundesrepublik Deutschland, auch das keine Bagatelle, oder 650 Euro pro Person. Ja. Das sind also die Möglichkeiten, die in der Verhandlung realisiert werden können, wenn wir diese Abkommen in trockenen Tüchern bekommen. Was wäre hier meine Wunschliste? Zuerst denke ich, dass es eben erhebliche Effekte sind, positive Effekte, die wir hier haben und die wir auch schnell realisieren sollten. Ich bin hier jetzt vielleicht auf der Linie von Gunter Moll, wenn ich sage, wir können eigentlich uns konzentrieren auf die 95% dieser Handelsabkommen, die nach dem EuGH Bescheid, ich glaube, es ist ja ein Gutachten gewesen, und kein Urteil zu EU-Singapur-Abkommen in der EU-Kompetenz liegen. Ich würde das dringend empfehlen. Das hieße dann auch, dass man die Kommission dabei unterstützt. Ich weiß, das hat Nebenwirkungen, aber ich glaube, es gibt wirklich die Vorteile, Investitionsschutzkapitel aus Freihandelsabkommen herauszulösen und sie damit weitgehend in, oder wahrscheinlich zur Gänze, in europäische Kompetenz zu überführen, sodass wir nicht in den gesamten europäischen Mitgliedstaaten über diese Abkommen entscheiden müssen. Dann, was spricht eigentlich gegen ein erneuertes TTIP? Ja, klar, ein TTIP wird es so nicht geben, die vier Buchstaben sind nicht nur im Friesen, sondern sie sind tot. Man wird sich etwas Neues überlegen müssen, aber auch da ist der Fokus, glaube ich, wenn wir Machbares und Kommunizierbares uns vornehmen, sind die Gewinne, die wir hier ausgerechnet haben, möglich. Die unterstellen ja nicht, dass wir irgendwie besonders konfigurierte Regulierungsräte haben oder dass wir ein Investitionsschutzkapitel haben. Das brauchen wir alles nicht in den Simulationen. Das ist ein Abkommen, das relativ Standard ist, ja, das die Low-Hanging Fruit erntet, wäre auch mit den USA, denke ich, möglich. Vielleicht ist es auch etwas, das dem Herrn Trump gar nicht so gegen den Strich geht, denn in seiner Trade Policy Agenda sagte er, er will ja bilaterale Abkommen schließen, die Amerika nützen. Und er sagt ja, es ist unfair, dass die Europäer 10%ige Importzölle haben auf die Autos und die Amerikaner aber nur 2,5. Und in der Tat wäre das ja etwas, das man in einem Freihandelsabkommen beseitigen könnte. Also ich will gar nicht so apodiktisch tun, wie manche sagen, dass TTIP unter Trump gar nicht vorstellbar ist. Ich weiß, das ist eine Provokation, aber warum eigentlich? Ich glaube auch, dass wir Freihandelsabkommen, weil sie hohe ökonomische Gewinne bringen können, nicht überfrachten sollen. Sonst wäre es, das ist nichts anderes als zu sagen, wir pumpen die so voll, bis wir sie nicht mehr ratifiziert bekommen, bis sie politisch sinken. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Wir sollten sie nicht mit allzu vielen außenpolitischen Zielen überfrachten. Die sind immer dabei, also ich will hier nicht so naiv sein und sagen, Außenpolitik hat nichts mit Außenpolitik im Größeren zu tun. Nein, aber ich glaube, man soll nicht nur versuchen erleben, hier immer dann auch kurzfristige außenpolitische Ziele damit zu verbinden. Ich glaube auch, dass der Kontext wichtig ist. Da kann ich hier, ich habe das im letzten Bullet aufgeschrieben, die sozialen und wohlfahrtsstaatlichen Aspekte auch ins Treffen führen. Ich glaube, die sind wichtig. Hier ein Vorschlag, man könnte überlegen, ob man die Strukturmittel der Europäischen Union in den Globalisierungsfonds umschichten sollte. Dafür kommt gleich eine Karte, die das nahelegt. Ich glaube auch, dass wir nachdenken müssen über die Frage, wie gehen wir um mit internationalen Umweltexternalitäten, CO2-Emissionen. Ja? Müssen wir hier nicht auch ein bisschen aus der Box denken? Nicht? WTO-Rechtler sagen, das könnte man machen, nämlich an der Grenze CO2 nachbesteuern, wenn Güter aus Ländern nach Europa kommen, die dort nicht einer CO2-Besteuerung unterliegen. Einfach um Trittbrettfahrertum einzudämmen. Und Ähnliches, auch das ist schon gefallen, extraterritorial durchsetzen. Wettbewerbsrecht wurde ins Feld geführt, das kann ich auch
unterschreiben, aber ich würde es ein bisschen breiter sagen, es geht auch um die Einhaltung von Menschenrechten. Und ich glaube, da ist etwas, das man wo man in den Handelsabkommen mehr tun kann. Welche Baustellen haben wir noch? Wir haben das Thema Handelsschutzinstrumente, ja, und wir haben das Thema Investment Screening. Und beide sind eigentlich ein bisschen aus der China-Perspektive zu sehen. Wahrscheinlich ausschließlich aus der China-Perspektive zu sehen. Handelsschutzinstrumente, da reden wir über Anti-Dumping. Und das Investment Screening, das ist das CFIUS, wie es die Amerikaner haben, und wir haben sowas nicht. Wir haben aber in Deutschland Instrumente. Wir haben die Außenwirtschaftsverordnung, in der eben auch ein Investment Screening auf Sicherheitsaspekten steht. Was sagen uns die Daten? Die Daten sagen uns, dass temporäre Handelsbarrieren, das sind die Instrumente, die die WTO zum Handelsschutz zulässt, also Anti-Dumping und andere, dass die über den Zeitablauf in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen haben und einen höheren Anteil des Welthandels umfassen. 2016 ein weiterer Rekord, da muss man aber die Kommission und die Europäische Union ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben den Rekord 2016 nicht getrieben, das war Indien zum Beispiel. Wir haben aber eine ganze Menge von Anti-Dumping-Verfahren gegen Indien. Ja. Jetzt zitiere ich aus einer anderen Studie des IFO für das Europäische Parlament. Die Anzahl der Anti-Dumping-Verfahren gegen China ist ungefähr 50, die in Kraft sind. Und das hat sich parallel entwickelt, in etwa mit dem Anteil der Importe aus China. Die Unterstellung ist, dass die Chinesen uns mit ihren Waren sozusagen Marktanteile wegnehmen, indem sie sie unter dem Warenwert nach Europa exportieren. Ja? Clemens Wurst hat das schon heute in der Früh gesagt, dass das eigentlich aus ökonomischer Perspektive kaum wirklich zu problematisieren ist, wenn die Chinesen uns günstig ihre Waren geben. Wo ist das volkswirtschaftliche Problem? Faktum ist aber, dass wir im Vergleich zu den USA sehr viel geringere Zölle angewendet haben in der Geschichte. Ja, hier sehen Sie ungefähr über unterschiedliche Messmethoden hier die Durchschnittszölle, die wir haben, deutlich geringer, so um 30-40% in der EU, häufig dreistellig in den USA. Das wird problematisiert, da wird gesagt, ach, wir müssen danach ziehen. Die Wirklichkeit ist aber so, wenn wir mit den chinesischen Firmendaten ganz genau hineingucken, ja, dass die Reliabilität der europäischen Handelsvolumina auf diese Zölle sehr viel stärker ist. Wir brauchen also gar nicht diese großen dreistelligen Zölle, um gleiche Mengeneffekte zu bekommen auf den europäischen Märkten. Also da gibt es eigentlich aus unserer Perspektive gar keinen so dringenden Bedarf, die Handelsschutzinstrumente nachzuschärfen, dass wir endlich auch so hohe Zölle erheben dürfen wie die Amerikaner. Darüber könnte man noch lange diskutieren. Ein Bild möchte ich Ihnen zeigen, das ist mir wichtig, weil es mehr durch mein Europa geht und durch Ihr Europa. Wenn Sie sich angucken, wer von Handelsliberalisierung in den letzten Jahren, vor allem mit dem Osten, profitiert hat, ja, auch in der Bilder vom Sachverständigenrat, dann sehen Sie hier Deutschland, Skandinavien, ein bisschen Österreich, Teile Norditaliens und der Schweiz, grün, das heißt, die haben eine zunehmende Netto-Export-Exposure Richtung Osten und die roten Gegenden hier sind die verloren haben. Das heißt, verloren haben, die also eine zurückgehende Netto-Exposure hat, also mehr Exporte, also mehr Importe aus diesen Regionen, was sozusagen am Arbeitsmarkt Druck hervorrufen kann. Und wir sehen, das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll, wie stark Europa hier gespalten ist, wie also auch, wenn man das politökonomisch interpretiert, die Anreize anders sind, über europäische Handelspolitik nachzudenken. Und deswegen wundert es nicht, wenn zum Beispiel hier aus Frankreich oder auch aus Teilen Italiens, hier unten am Stiefel, gibt es Stahlindustrie, die sich sehr stark einsetzt für höhere Zölle gegen China, um sich eben abzuschotten. Hier aber sind die Gewinner, die eigentlich kein Interesse haben, null Interesse haben an solcher Verschärfung der handelspolitischen Maßnahmen mit China. Anti-Dumping-Zölle sind unter Ökonomen immer auch stark unter Protektionismusverdacht. Ja, wenn wir mehr Zeit hätten, könnte ich Ihnen ganz viele Studien zitieren, die dem nachgehen. Die zeigen zum Beispiel, dass der Business Cycle, also die Konjunktur, dass auch nach der Konjunktur stark mit der Initiierung von Anti-Dumping-Verfahren zu tun hat. Also immer wenn es einer Industrie schlecht geht, wird nach Schutz gerufen, also auch ein Hinweis, dass es da eben, dass diese Instrumente bestenfalls sehr stumpfe Instrumente sind, aber wahrscheinlich doch unter Protektionismusverdacht gestellt werden müssen. Bitte? Ein Fazit darf ich noch machen? Ja, dann mache ich das hier. Nein, eines zeige ich Ihnen, das Fazit vergessen wir. Zwei Sachen zeige ich Ihnen noch, weil ich das spannend finde. Das erste ist, wie ungleich das Spielfeld ist, wenn wir über Investitionen sprechen, und zwar
über den Zugang zu Märkten, über die Möglichkeit investieren zu dürfen. Das sind Daten hier der OECD. Je dunkler die Regionen hier eingefärbt sind, umso stärker ist die Restriktivität beim Investieren in diese Länder. Und was Sie da sehen, ist, dass in China, aber nicht nur China, auch Indien und Indonesien, das sind alles wichtige Märkte, sehr restriktive Investitionsregime haben. Zum Beispiel eben Joint Venture Zwang. Ja, aber nicht nur das. Und im Vergleich zu Europa, zu Deutschland, das hier fast bei Null ist, also wir haben tatsächlich ein sehr, sehr liberales System, auch die Amerikaner mit ihrem CFIUS ein sehr viel weniger liberales haben. Ich glaube, dass es aber, und zweites Chart, was mir noch wichtig ist, wenn wir sagen, wir müssen uns gegen die Chinesen hier schützen, die Übernahmen, KUKA oder Extra oder was das auch immer ist, ja, skeptisch und kritisch betrachten, weil die Chinesen, das ist keine Marktwirtschaft, sondern da haben wir Staatsunternehmen, ja, die einen großen Masterplan Made in China 2030 oder so umsetzen und da keine Skrupel haben, dann sollten wir aufpassen, dass wir nicht im Glashaus sitzen hier und mit Steinen werfen. Denn das ist ein Bild der UNCTAD, ja, ein bisschen ein provokantes, das fragt, wo sind denn eigentlich die Staatsunternehmen auf der Welt, ja, mit maßgeblicher Staatsbeteiligung. Ja, und da haben wir plötzlich auch die Europäische Union ganz vorne dabei. Ja. Und Deutschland ist hier gar nicht schlecht aufgestellt mit 43 unter den 1500 größten State-Owned MNEs. Da gehört das Volkswagen dazu, da gehört die Commerzbank dazu, ja, das sind teilweise Minderheitsbeteiligungen, aber dennoch. Nicht? Also kann man sicherlich auch immer den Fall konstruieren, wo eine solche Beteiligung des Staates Niedersachsen an Volkswagen für Volkswagen eine Art Subvention darstellt. Die kommen weniger an Kapital zum Beispiel. Ja? Okay, ich glaube, damit will ich es bewenden lassen. Das Fazit haben wir dann noch Zeit bei der Diskussion am Abend. Vielen Dank, Herr Dr. Ich habe folgende Frage. Sie haben gar nicht das Thema Anerkennung China als Marktwirtschaft erwähnt, weil es aber gerade in dieser Woche offensichtlich spruchreich wird. Hätte ich gerne von Ihnen noch erfahren, wie Sie diesen Wandel einschätzen und welche Folgen er auf die Handelsbeziehung zwischen EU und China haben wird. Ja, also diese Marktwirtschaftsdebatte, das ist das, was im Hintergrund hier sozusagen die dringende politische Agenda ist. Nicht? Aber und es ist auch klar, dass wenn wir eine Definition von Marktwirtschaft vor Augen haben, China vor dieser Definition scheitert. Nicht? Aber das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wie wir China bei diesen Handelsschutzinstrumenten behandeln. Noch konkreter, welche Formeln wir anwenden, um Antidumpingzölle zu berechnen. Nicht? Darin drückt sich das aus. Und mein Plädoyer wäre, dass man versucht hier mit China, obwohl das, ich weiß, wie schwierig das ist und vielleicht ist das jetzt naiv, aber mein Anliegen wäre es, mit China einen Grand Bargain zu versuchen. Es gibt ja gegenseitige Interessen. China will an europäische Technologie, will in den europäischen Markt, dass Investitionsbeziehungen zwischen Europa und China sind absolut unterentwickelt, das wurde schon gesagt, da gibt es Nachholbedarf. Ich glaube, dass das auch in China gesehen wird. Und gleichzeitig aber haben wir das Thema Marktwirtschaftsstatus und ich meine, dass wir uns beiderseits besser stellen können, wenn wir einerseits Druck machen mit der Verweigerung des Marktwirtschaftsstatus und alles, was daran hängt, um mit dem Investitionsschutzabkommen weiterzukommen. Herr Dickmann wird kritisch gucken wahrscheinlich, aber das ist mein akademischer Wunsch aus dem Elfenbeinturm, weil es am Ende die besseren Ergebnisse bringt. Die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn man sich gegenseitig Investitionen verweigert, sich also schikaniert, wo es noch irgendwie geht, auch mit fadenscheinigen Begründungen des Schutzes der öffentlichen Ordnung, ja, also Public Security, Public Order, was soll denn das sein? Oder wenn wir beginnen mit Anti-Dumping-Instrumenten, letztlich doch sowas machen wie einen kleinen Handelskrieg, abgegrenzt vielleicht, dann stellen wir uns alle schlechter. Wenn wir die Dinge verrechtlichen können, eben durch so einen Bargain, der sich dann in einem Investitionsschutzabkommen ausdrückt, wäre das viel besser. So, das habe ich doch ein Fazit. Vielen Dank.